Wir waren zu Gast in Dresden und hatten das Glück, uns diesen Trabant 600 näher anschauen zu dürfen. So ein Trabant 600 ist ohnehin schon sehr selten, aber dieser, umgerüstet auf Elektroantrieb, wird man wohl noch weniger zu sehen bekommen. Matthias Bär, der mit seiner Firma bereits viele Jahre im Bereich Elektromobilität zu Hause ist, redet mit uns über die Vor- und Nachteile von diesem Wagen. Ich stelle euch hier vor, ein unserer Kundenfahrzeuge, der 2019 auf vollelektrischen Antrieb umgebaut wurde. Die Trabantparameter sind weitgehend gleich. Das bedeutet, Antriebsleistung haben wir halt 12 kW und erreichen mit diesen 12 kW die Fahrleistung eines normalen vergleichbaren Benzintrabants. Sprich Höchstgeschwindigkeit knapp über 100 km/h, Sprintverhalten besser wie ein Trabant-Benziner, Reichweite ist etwas abhängig nach Kundenwunsch, konnte man wählen am Anfang, startete bei 50 km bis ca. 150 km. Zurzeit verbauen wir eine Standardbatterie, die immer gleich ist. Das bedeutet, wir bauen ein 17 Kilowattstunden Energiegehalt und erreichen damit eine Reichweite von 120 Kilometern. Ja, Zulassung bleibt bestehen. Das ist auch die Grundlage für diesen elektrischen Antrieb, dass der elektrische Antrieb die Parameter des Benzintrabis abbilden muss, um die Zulassung am Ende nicht zu verlieren. Bauzeit richtet sich nach Verfügbarkeit der Komponenten. Zurzeit ganz große Schwierigkeiten mit der Teilebeschaffung. Wir haben Teile, die haben 50 Wochen Wartezeit. Und es ist aber nicht an uns gebunden, sondern es ist halt so Seiten des Lieferanten. Die Kunden sind bereit, da zu warten. Und wir freuen uns natürlich sehr, immer wieder neue gewinnen zu können. Und unsere Kunden, die meisten, kommen aus dem Bereich der Sammler. Also viele haben mehrere Trabanten zu Hause stehen. Trabant Kübel, Trabant Cabrio, Trabant Kombi. Und haben dann noch eine Limousine in der Ecke. Und mit dieser Limousine wollen sie dann halt gerne elektrisch fahren. So, hier Innenleben eines von uns entwickelten, gebauten Elektro-Trabant. Hauptkomponente, wo wir ganz stolz drauf sind, ist diese zentrale Elektrosteuerung. Die verbindet das alte Benzinauto mit dem neuen Elektroauto. Und wir bauen hier hauptsächlich ein die Sicherheitstechnik. Bei uns ist alles doppelt überwacht. Sicherheit ist ganz wichtig. Wir geben als Firma dieses Auto in private Hand. Und hier sind wir und wollen uns in Sicherheit wiegen, dass das alles gut läuft, dass hier nie irgendwie durch einen Fehler im System oder so irgendjemand zum Schaden kommt. Aus diesem Grund ist das alles doppelt und sehr gut konzipiert. Wir sehen hier Hauptbestandteile. Geht los. Hier dahinter verbirgt sich die Motorsteuerung als ganz wichtiges Teil, die unseren Drehstrom-Asynchron-Motor ansteuert und über den entsprechenden Drehzahlbereich, den wir brauchen, steuert. Wir haben hier den DC-DC-Wandler, die Lichtmaschine des Elektroautos, die die Spannung zur Verfügung stellt für die 12 Volt fürs Bordsystem. Wir haben hier den Heizungseinlauf, eine elektrische Heizung ist hier verbaut, die entsprechend auch regelbar ist, warm-kalt, so wie man es braucht. Frontscheibe, Innenraum und was man hier noch sieht, der kleine Kasten, ist die Ansteuerung für diese Heizung, weil diese Heizung ist nach Lauf gesteuert. Das bedeutet, wenn man sie ausschaltet, dann läuft die noch kalt im Kühlmodus etwas nach, damit es nicht zu einer Überhitzung kommt. 12-Volt-Batterie muss sein, will die TÜV Dekra möchte das gerne so haben, da man immer die 12 Volt zum Beispiel für die Warnblinkanlage zur Verfügung gestellt haben muss. Aus diesem Grund die 12-Volt-Batterie, die halt nachgeladen wird über den DC-DC-Wandler. DC-DC-Wandler macht aus unseren 96 Volt Vorspannung die 12 Volt Autospannung. Ja, Elektromotor hier unten drunter, ein bisschen schlecht zu sehen, aber habe ich schon gesagt, 12 kW,
als Antrieb für ein Trabi lässt uns ganz flott unterwegs sein. Jetzt kommt's. Das Klicken gibt die Batterie frei. Weißt du, ist ein schützender Leer drin. Und das zweite den Antrieb. Dritter Gang, ohne Schalten, geht langsamer, aber geht. Empfindest du, ist das noch Trabant fahren? Besser wie Trabantfahren, weil ich habe den gestanden hier, den merkst du ja meistens beim Trabantfahren an der Kreuzung. Wenn du an der Kreuzung stehst und es kommt leid, Lüftchen von hinten, dann kriegst du die Trabantdämpfe ins Auto rein. Und ansonsten, ja, das ist Trabantfahren, weil, was natürlich wunderschön ist, gerade jetzt in diesem Trabant 600, wie viele Sympathien einem so entgegenkommen. Eindeutige Vorteile ist eigentlich, dass man mit diesem Trabant in die Umweltzone fahren kann, was man mit dem Benzintrabant nicht darf. Zweite Sache, man gefällt genauso in den Genuss wie mit allen anderen Elektroautos, wie zum Beispiel die THG-Quote, günstigen Energieverbrauch, weil er sehr leicht ist. Und natürlich gegenübergestellt von Umbaukosten, die nicht ganz zu vernachlässigen sind. Deshalb auch unser großes Kundenklientel aus dem Bereich der Trabant-Sammler. Batterie zugeschalten, Antrieb zugeschalten. Zweite Gang. Von der Vorweise her, wir lassen das Getriebe im Trabant drin. Ist eine TÜV-Degra-Sache für die Zulassung. Weil wenn man so einen Umbau macht, darf man den Kraftfluss nicht verändern ohne zusätzlichen Zulassungs- und technische Abnahmeaufwand. Aus diesem Grund, Getriebe bleibt drin. Großer Vorteil, wir machen fast ein Automatikauto aus diesem Trabant, weil man kann eigentlich, wenn man nicht zu flott unterwegs sein will, alles im dritten Gang fahren. Bedeutet anfahren, dann Höchstgeschwindigkeit 80. Und wenn man normal schaltet, wie gesagt, dann die alten Fahrgewohnheiten, anfahren weiterhin im zweiten Gang. Anfahren ohne Kupplung, man braucht einfach nur Gas geben. Und anhalten geht auch ohne Kupplung. Und die nächste Sache dann, wenn man halt Höchstgeschwindigkeit fahren will, dann muss man halt den vierten Gang benutzen. So, ich habe jetzt den zweiten Gang eingelegt und gebe einfach Gas. Halt. Handbremse muss schon weg sein. Keine Servolenkung. Dort steht noch ein elektrischer Berlingo, alter Baureihe, bis 2005 gebaut. Unser gelber Trabant, das nächste Kundenfahrzeug, was wir bauen. Die Preise starten hier von so einem Bausatz bei knapp über 20.000 Euro bis zur Fertigstellung von so einem Trabant über unsere Werkstatt. Da kommen dann schon ca. 27.000 Euro zusammen. Also man sieht auch von der ganzen Bedienoberfläche her keine zusätzlichen Schalter, Displays, sondern alles recht einfach gehalten. Wie alt der Trabant war. Und er soll also auch von Nutzer ganz einfach verstanden werden und einfach zu bedienen sein.
haben jetzt hier die Rückbank so umgeklappt, das poltert ein bisschen. Das hast du sonst nicht wahrscheinlich. Ja, dadurch ist der Innenraum auch künstlich verstärkt. Und verstärkt auch dieses Geräusch. Wir sind nun am Ende dieses Videos angelangt. Ich bedanke mich wieder bei allen, die es bis hierher geschafft haben und freue mich wie immer urst über einen Daumen nach oben oder gar ein Abo, wenn euch das Video gefallen hat. Bis bald, euer Jan.